Bauen wird immer teurer. Auf die Ursache kommt man gar nicht so leicht. Etwas so Selbstverständliches wie Zement ist mittlerweile ein knapper Rohstoff. Und das bedeutet, die Preise steigen und steigen. Und das nicht erst seit diesem Jahr. Wir haben seit dem Jahr 2015 eigentlich permanent Preissteigerungen gesehen. Momentan hat der Markt sich ein wenig beruhigt. Aufgrund der steigenden Nachfrage gehen wir allerdings davon aus, dass die Preise oben bleiben und vielleicht noch ein wenig steigen. Autobauer sind ebenfalls vom Rohstoffmangel geplagt. Zwar ist jeder Unternehmer in erster Linie selbst für die Beschaffung zuständig, aber die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft würde gerne sehen, dass die Außenpolitik sich des Themas annimmt. Wir wollen, dass Rohstoffpolitik Teil der deutschen Außenwirtschafts- und Außenpolitik wird, zu Rohstoffpartnerschaften. Drittens, wir müssen das Recycling, also das Wiederverwenden der Rohstoffe, weiter vorantreiben. Der Druck bietet aber auch Chancen. Wenn es jetzt gelingt, mangelnde Rohstoffe mit verfügbaren Ressourcen zu ersetzen, wird die bayerische Wirtschaft unabhängiger.